Leben, Lust oder Last? Wie ist das eigentlich? Wenn wir hier die Bastöppe fragen würden auf den Klippen von Helgoland, dann wäre die Antwort wahrscheinlich eindeutig. Die scheinen sich hier pudelwohl zu fühlen. Und damit herzlich willkommen zum Nordsee-Report und herzlich willkommen auf Helgoland, Deutschlands einziger Hochseeinsel. Wir sind heute unterwegs auf den Inseln hier an der Nordseeküste und fragen eben, ist das Inselleben eine Lust? Oder ist das eine Last? Wie ist das, wenn man nicht spontan irgendwo hinkommt? Wie ist das, wenn man eigentlich jeden kennt? Wie ist das, wenn tausende Urlauber im Sommer die Inseln stürmen? Also, unser Thema heute im Nordsee-Report: Inselleben, Lust oder Last? Und jetzt frage ich Sie, was würden Sie dann sagen, wenn Sie zum Beispiel mal miterlebt haben, was in Norddeich los ist, an einem der ersten wirklich richtig dicken Wochenenden im Jahr, Pfingsten oder Himmelfahrt, wenn gefühlt alle gleichzeitig auf die Fähren, auf die Inseln wollen. 12.30 Uhr in Norddeich. Die Frisia 3 kommt gerade von Norderney zurück. Es ist der Tag vor Christi Himmelfahrt. Übers lange Wochenende wollen besonders viele Gäste auf die Insel, reisen heute an. Gerade ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Morgens ist relativ verhalten noch. Und je später das wird, desto mehr wird das dann auch. Ich denke mal so ab 14, 14.30, 15 Uhr ist hier relativ viel los auf dem Autoplatz. Doch auch heute soll hier keiner lange warten. Ein harter Tag für Steuermann Stefan Ulrichs und seine Kollegen. Alle arbeiten dafür, dass die Gäste entspannt in den Urlaub starten können und nichts vom Stress bemerken. Verehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord der Frisia 3 auf der Überfahrt nach Norderney. Kapitän Jens Brodersen ist gewappnet für einen harten und langen Tag. Die dritte Tour, die wir jetzt fahren. Bis alle drüben sind, alle Fahrzeuge, alle Leute drüben sind. Wir haben heute die letzte, 20.30 Uhr. Ist außerplanmäßig, weil morgen ja Feiertag ist. Aber das sind anstrengende Tage. Das ist, wir haben heute gutes Wetter. Ne, wenn hier Sturm ist oder Nebel oder Orkan, dann ist so ein Tag, kann das anstrengend sein. Das ist so. Aber heute ist Wellness-Tag. Dabei hat die Reederei alle Schiffe im Einsatz, um den Ansturm zu bewältigen. Sage und schreibe, 24 Mal legen die Fähren in Norddeich ab. An einem normalen Frühlingstag gibt es nur 12 Fahrten nach Norderney. Vorne ist fest, der Steg kann rüber. Nach 45 Minuten sind sie da. Die Urlauber verlassen entspannt das Schiff, freuen sich auf das lange Wochenende. Die Mitarbeiter der Reederei nehmen direkt die nächsten Gäste an Bord und fahren zurück ans Festland. Es ist perfekt durchorganisiert. Die Frisia 3 macht den Anlegeplatz frei für das nächste Schiff. Auch das wieder voll mit Urlaubern. In Norddeich warten schon die Nächsten. Wenig Zeit für den Wechsel von und an Bord. Gleich geht's wieder los. In genau 11 Minuten, 15.30 Uhr. Leute runter, Autos drauf, Abfahrt. Maximal 1.300 Passagiere können bei einer Tour mitfahren. Und 50 Autos. Moin, ganz links bitte. Das sind die Ausnahmegenehmigungen für die Innenstadt auf Norderney. Die Autofahrer haben, moin, ganz links bitte. Nach Ankunft des Schiffes ist eine Stunde Zeit, in der Stadt sich zu bewegen mit ihren Autos, um die Koffer auszuladen. Danach, hallo, einmal ganz links bitte. Danach kostet es Strafe. Moin, ganz links bitte. Die nächste Tour, Niedrigwasser. Höchste Konzentration für den Kapitän. Ich fahre jetzt hier mehr oder weniger auf einen Meter genau. Ich kann nicht da und auch nicht nach dahin, dann würden wir sitzen. Ich habe jetzt 50 cm Wasser unterm Schiff in der Mitte. Dann geht das ja so zu den Seiten hoch. Und Problem sind denn, wenn die Freizeitkapitäne hier lang schippern. Und da müssen wir dann immer ein bisschen ein Auge drauf haben und aufpassen.
Zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten ist der Ansturm auf Norderney besonders groß. Dann reisen alle fast zur gleichen Zeit an und wollen alle auf einmal wieder zurück. Damit das gelingt, werden 8 Fähren eingesetzt, pendeln ohne Unterbrechung hin und her. Wie viele Menschen hart arbeiten müssen, damit andere das lange Wochenende genießen können, das ahnt hier keiner. Die Frisia 2 legt das letzte Mal für heute in Norddeich an. Wer jetzt nicht an Bord kommt, der muss bis morgen früh warten. Entweder kommt sie rechtzeitig oder sie kommt zu spät. Also wirklich umdrehen tun wir nicht mehr. Gerade noch so geschafft. Und Glück gehabt, dass der Zug heute auch spät dran ist. Der Feierabend ist in Sicht. Die Frisia 3 startet zu ihrer 6. und letzten Fahrt für heute. Verehrte Fahrgäste, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen an Bord der Frisia 3. Inselleben, ist das eine Lust oder ist das auch ein bisschen eine Last? Das fragen wir heute im Nordsee-Report. Denn einerseits hat man auf der Insel ja diese herrliche Natur, teils die Wildnis. Andererseits muss man seine Insel mit tausenden Besuchern teilen, besonders im Sommer. Und Helgoland, das wird gerade wiederentdeckt von den Touristen. Helgoland boomt. Es gibt sogar eine neue Fährverbindung, die ist eingerichtet worden, weil sie viele Leute hierher wollen. Und das bedeutet natürlich viel Arbeit für den neuen Tourismusdirektor der Insel. Das ist Lars Johansson. Das ist fast jetzt ein Jahr hier. Herr Johansson, wie kommt das, dass auf einmal die Besucher jetzt wieder so gerne nach Helgoland wollen? Also das hat sicherlich zum einen mit dem allgemeinen Trend in Deutschland zu tun, dass der Tourismus ja seit vielen Jahren boomt. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wir hier jetzt ganz, ganz viele Projekte auch angestoßen haben und uns ja nach einer Zeit, in der sich Helgoland auch so ein bisschen auf das Thema Ansiedlung von Offshore-Unternehmen konzentriert hat, jetzt eben wieder ganz viel in den Tourismus investieren. Es kommen ja viele Tausend. Wie viel kommen im Jahr? Also im Jahr kommen momentan ungefähr 350.000. Wir haben uns selbst zum Ziel gesetzt, dass wir im Jahr 2020 die 400.000 Marke wieder knacken wollen. Das war ja mal so, dass früher hier viel, viel mehr Gäste hinkamen. Aber das sind so die Zahlen, mit denen wir momentan hantieren. Dazu kommen viele ständige Monteure und Mitarbeiter hier der Offshore-Industrie. Wo bleiben die denn alle? Also Helgoland ist ja nur nicht riesig groß. Ja, das ist gar nicht so ganz einfach. Das war auch in der Zeit, als die ganze Offshore-Industrie und hier die Windanlagen aufgebaut wurden, nicht so einfach. Da hatten wir halt relativ viele. Also die wohnen zum Beispiel in einem großen Hotel, was man da vorne sieht, oder haben da gewohnt. Das ist komplett vermietet worden an die Offshore-Industrie. Ansonsten ist es momentan so, dass es nicht mehr ganz so viele sind. Also das sind so bis zu 50, die jetzt momentan in der Instandhaltung arbeiten. Und die sind alle auf der Insel verteilt. Was ist denn mit diesem Image Fuselfelsen? Das weiß ich, die Helgoländer hören das nicht gerne, aber wird ja immer wieder genannt. Gibt es noch zollfreies Einkaufen? Zollfreies Einkaufen gibt es auch noch. Das lohnt sich sicherlich auch noch in einzelnen Bereichen. Aber in der Tat hören wir das Wort Fuselfelsen nicht ganz so gern. Und wir arbeiten weiter dran, dass dieses Image in Zukunft nicht mehr irgendwo genannt wird. Wir werden erleben, was Helgoland zu bieten hat. Erstmal vielen Dank. Bleiben wir noch einen Moment beim Fusel, denn auf Texel war es ein beliebter Zeitvertreib im Winter, auf den Bauernhöfen Schnaps zu brennen. Und heute sind Gin und Whisky beliebte Mitbringsel von der Insel. Sie ist der niederländische Vorposten in der Nordsee, die größte und westlichste Insel. Ihre Bewohner sind auf vieles stolz. Auf die weltberühmten Texel-Schafe zum Beispiel oder auf ihre lange Tradition als Schnapsbrenner. Wie in der Gin-Brennerei. Es riecht süßlich nach Obst und frischen Kräutern. Hier arbeiten nur 2 Leute, Kees Groenewoud und Jaco Speek. Hier drin sind Kräuter, die wir brauchen, um Gin zu brennen. So hier habe ich eine große Sacke mit Wacholderbeeren. Vor 2 Jahren haben sie sich als Ginbrenner selbstständig gemacht. Gewundert hat sich hier niemand. Für Texler ist es typisch, um alles selbst zu machen. So, auf die Weise können wir sagen, wir sind sehr traditionell an das Arbeiten. Ja. Alles selbst machen. Und es gibt auf Texel eine lange Tradition, Alkohol herzustellen. Ja, von früher aus wird hier auch gebrannt, aber nicht so legal, als wir das machen. Hinter der tosenden Nordsee und schützenden Deichen wurde in Scheunen meist nur für den Eigenbedarf produziert.
aber manchmal war es auch eine Nummer größer. Auf dem Hof Platzmann hatten vor gut 30 Jahren Bekannte vom Festland die Abgeschiedenheit der Insel genutzt. Professionell, aber illegal, brannten sie etwa 1000 Liter Alkohol am Tag. Als Verpächter war die Familie wohl etwas blauäugig, gibt Jan Platzmann heute zu. Das war hier oben. Das war hier oben. Das war hier drinnen. Hier drinnen wurde der Alkohol gemacht. Da war die Anlage. Ja, da war die Anlage. Aber dann bekam die Polizei einen Tipp. 17. November 1986. Am 17. November 1986 kam die Polizei und nahm mich mit. Mein Vater nahm sie auch mit und Bekannte, die hier waren, auch. Da haben wir eine Nacht im Gefängnis verbracht. Damit war die Brennereigeschichte auf Hof Platzmann abrupt beendet. Sie konzentrieren sich seitdem auf den Anbau von Kartoffeln. In der Gin-Stockerei, übersetzt Gin-Brennerei, kommen nun die heimischen Zutaten, also fast alles von der Insel selbst, in die Destille. Nur 6 bis 7 Stunden dauert so ein Brennvorgang beim Gin. Diese hat heute gelaufen und der Gin ist fertig. Der Prozess ist noch nicht fertig, aber wenn man hier riecht, das ist so angenehm. Guck mal, ein bisschen Vorsicht. Wir sind angefangen mit zu brennen mit Restkartoffeln in einer sehr kleinen Brennerei bei Arnold. Arnold Langefeld ist Bauer und Nachbar. Noch immer ziert das Gin-Logo seine Scheunenwand. Ja, ein sehr besonderes Ort. Hier sind Kees und Jacob von Stokerij Texel für die erste Mal bei mir gekommen und die haben gefragt: Arnold, können wir was tun mit deinen Kartoffeln? Und ich habe gedacht, ja, die wollen wieder Pommes frites oder Chips oder etwas machen. Backen, aber nein, die haben gefragt, wir wollen gerne Alkohol machen van die Restprodukte van deine Kartoffeln. Wir sind sehr stolz, dass sie das so gemacht haben und tun. Die größte niederländische Insel ist zwar auch vom Tourismus geprägt, aber die Landwirtschaft spielt mit gut 6000 Hektar Fläche immer noch eine wichtige Rolle. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Texelaner gerne unabhängig leben. Die lokale Produkte ist eine richtige Tradition. Das war früher so und am Moment ist das noch stärker. Alles auf der Insel, was wir haben, nutzen wir selber. Wir versuchen das so viel wie möglich. Und was nicht da ist, das holen wir, aber das ist nicht viel. Oder einfach selbst herstellen. Früher wurde so aus der Not eine Tugend gemacht. Heute macht es den Insulanern einfach auch Spaß. Wir haben ein altes Beruf und wir möchten das gern in moderner Zeit wieder ausführen. Ja. Klingt entspannt. Und so ist auch der Feierabend. Dann genießen sie ihre hochgeistigen und anderen Produkte. Schließlich sagt ein altes Sprichwort, Texel, das ist ganz Holland auf einer Insel. Insel, Leben, Lust oder Last, das ist ja unser Nordsee-Report heute. Und hier auf Helgoland gehört dazu, dass man eigentlich ständig rauf und runter muss. Entweder Straße, es gibt auch einen Fahrstuhl, den man nehmen kann. Denn es gibt das Unterland, es gibt das Mittelland, da mit dem Krankenhaus. Und man kann natürlich auch ganz weit nach oben, dann ins Oberland. Und wie sich damit lebt, frage ich jetzt mal Lars Johansson, denn der gewöhnt sich da gerade dran. Ist seit nicht mal ganz einem Jahr hier neuer Tourismusdirektor. Wo wohnen Sie denn, unten oder oben? Ich wohne unten. Und, hat das was zu sagen? Das hat eigentlich nichts zu sagen. Ich meine, es gibt auf Helgoland das Sprichwort, unten wohnt das Kapital und oben die Intelligenz. Aber das ist letztendlich eher als Spaß zu verstehen. Ist man denn viel unterwegs zwischen den Ebenen oder spielt sich das Leben dann doch in diesen Ebenen, Etagen ab? Also spielt sich einiges natürlich in den Etagen ab. Ich sag mal, im Unterland sind halt die meisten infrastrukturellen Dinge wie Post, wie Rathaus, natürlich die Häfen und so weiter. Es gibt auf dem Oberland aber auch einen Supermarkt und einen Bäcker. Wir haben jetzt 1400 Einwohner, also es ist eine sehr, sehr kleine Gemeinde. Und wir durchmischen uns und sind ja so ein bisschen auch wie eine kleine, große Familie. Und wie oft muss man so am Tag rauf und runter zwischen den Etagen? Also ich muss
sage ich mal, so zwei-, dreimal die Woche hoch. Es gibt aber auch sicherlich Leute, die mindestens zweimal am Tag hoch und runter müssen. Und das sind dann schon ein paar Stufen. Okay. Ganz vielen Dank erstmal. Wir gucken mal weiter nach Wangerooge, denn jede Insel hat ja etwas Besonderes. Bei Wangerooge ist es unter anderem der Zeitungsbote, der Inselbote, so heißt die Zeitung dort, und die entsteht im Wohnzimmer. Besondere Motive findet er hier immer, am Strand von Wangerooge. Die Insel ist Hans Stenzels Arbeitsplatz. Das Foto soll in den nächsten Inselboten. Die Zeitung muss in 5 Tagen fertig sein. Der 64-Jährige schreibt alle Artikel und kümmert sich auch um den Rest. Er ist Insulaner. Hier wurde er geboren. Von den 1300 Einwohnern auf Wangerooge kennt er fast jeden. Moin. Moin. Wenn man sehr kritisch geschrieben hat, dann hieß es schon mal, oh, musste das sein? Oder man redet dann eine Zeit lang mit mir nicht. Das muss man aber auch hinnehmen und irgendwann bereinigt das sich wieder. Seit fast 40 Jahren erstellt er den Inselboten. Die Zeitung erscheint einmal im Monat. Oftmals bekommt man auch einen Termin einfach so zugeworfen. Ja, das muss man dann bis zu Hause erstmal sich merken und dann, ja, und umsetzen dann irgendwann. Wangerooge ist die Insel der kurzen Wege, sagt Hans Stenzel. Mit dem Fahrrad ist er in wenigen Minuten bei seinem nächsten Termin. Ein Interview mit den Rettungssanitäterinnen von Wangerooge. Wie viele Einsätze habt ihr so ungefähr im Jahr? Könnt ihr das so überschauen? Im Jahr kann ich so gar nicht wirklich beantworten. Im Winter ist es immer recht ruhig bei uns. Morgen. Moin. Der Artikel soll noch in die nächste Ausgabe des Inselboten. Rund 20 Seiten muss er jeden Monat produzieren. Menschen, Geschichten und Motive findet er, wann immer er auf der Insel unterwegs ist. Ich hierher gekommen bin. Dies war jetzt ein absolut Zufallprodukt, dass wir uns am Maibaum getroffen hatten. Und dann kommt man automatisch am Bierstand, ich meine gesagt, und am Bratwurststand ins Gespräch. Und das war irgendwie ganz nett, das Gespräch. Und da habe ich gedacht, Mensch, dann machst du noch mal eine Story darüber, über die beiden. Tschüss. Schon Hans Stenzels Urgroßeltern lebten auf der Insel und eröffneten vor mehr als 100 Jahren die Druckerei von Wangerooge. Im selben Haus ist sie heute noch, nur knapp 200 Meter vom Strand entfernt. Wie schon sein Vater druckt auch Hans Stenzel den Veranstaltungskalender der Insel, Geburtstagskarten und den Inselboten. Christiane, du kannst jetzt Liesen kommen. Ja, ich komme. Das ist gut. Einmal lesen. Bitte, ist nicht viel. Mhm. Okay. Nur ein paar Überschriften und ein paar Unterschriften. Irgendwas, was ich besonders beachten muss? Nein. Der Inselbote ist Teamarbeit. Seine Frau Christiane liest kurz vor Druckbeginn Korrektur. Und auch für Anzeigen und Fotos ist sie zuständig. Nach über 40 Jahren Ehe und über 30 Jahre Zusammenarbeiten, ja, man hat sich zusammengerauft und man arbeitet wirklich Hand in Hand. Und man merkt aber auch, wann der Partner dann mal ja eine Auszeit braucht. Hans geht angeln, ich gehe Musik machen und dann passt das wieder. Nur ein paar Jahre seines Lebens war Hans Stenzel auf dem Festland in Lübeck für seine Ausbildung zum Buchdrucker. Die ersten 4 Innenseiten der neuen Ausgabe hat er gerade belichtet. Gleich werden sie gedruckt, in einer Maschine von 1985. Man muss alles selber machen. Und wenn meine Maschine kaputt geht, muss man nach Möglichkeit auch ein bisschen reparieren können. Und das ist irgendwo das Schöne. Und so kleine Maschinen, die haben noch das gewisse Etwas. So große Maschinen, die alles elektronisch gesteuert wird, das würde mir auch keinen Spaß bringen. Letztes Jahr war der Belichter kaputt. Und wenn man dann einen Monteur braucht, der kann nicht eben von heute auf morgen kommen. Das kann schon mal ein paar Tage dauern. Und das ist dann so, das ist das Manko einer Insel. Aber sonst gibt es im Prinzip nur Vorteile. Auflage 2500 Stück. Die Hälfte davon schicken sie persönlich an Abonnenten auf dem Festland.
Ein Exemplar kostet im Einzelverkauf 1,20 Euro. Wenn die Decke mir auf den Kopf fällt und die Arbeit zu viel wird, dann schnappe ich meine Angel und gehe für 1-2 Stunden los. Und danach kann ich wieder hervorragend arbeiten. Und das ist wirklich Entspannung und runterfahren. Und er weiß, auch ohne ihn geht's in der Druckerei weiter. Ehefrau Christiane legt die ersten Bögen. Auch das ist bei Stenzels Handarbeit, unverändert seit Jahrzehnten. Angeln bei Ebbe am späten Nachmittag. Am Festabend, wenn man zur Arbeit geht, dann hat man seine Zeiten und man kann nichts anderes machen. Und diese Freiheiten, die man sich hier nehmen kann, das hat schon was. Noch einige Jahre werden sie auf alle Fälle weitermachen, sagen sie. Schließlich feiert der Inselbote im Jahr 2020 seinen 110. Geburtstag. Lust und Last des Insellebens, das ist unser Nordsee-Report heute. Und Helgoland ist eine Insel, da muss man definitiv gut zu Fuß sein, denn es gibt hier keine Autos, keine Eisenbahn. Und wenn man was transportieren muss, fragt man am besten Heiko Ederle, der ist nämlich hier für die Fracht zuständig, nicht wahr? Das machen Sie. Wer hat denn hier eigentlich einen Elektrokarren? Eigentlich nur Gewerbebetriebe und das muss man dann halt auch beantragen im Kreis Pinneberg. Gibt es hohe Auflagen, wann, zu welcher Uhrzeit und so weiter man fahren darf. Und wie gesagt, kriegt nicht jeder. Aber Sie haben und jetzt sind Sie hier, wo diese Offshore-Versorger wieder reinkommen. Was ist hier Ihre Aufgabe? Ja, unsere Aufgabe ist, wie man sieht im Hintergrund, die Techniker kommen von See zurück. Und die haben natürlich jede Menge Material mit, Werkzeug, Ersatzteile und so weiter. Die laden wir hier ab und bringen die dann zu denen in den Hallen, damit das für morgen früh wieder hergerichtet werden kann. Das heißt, egal was jemand transportieren muss, er ruft dann Sie an, ja? Ja, in der Regel ist es so, dass man uns anruft. Es gibt auch Leute, die benutzen Handwagen, aber das geht natürlich nur bis zu einer gewissen Kilogrammzahl. Was ist denn das Größte, was Sie bisher so transportieren mussten auf der Insel? Naja, also es ist alleine schon aus Kräntechnik gar nicht so möglich, so viele schwere Sachen zu fahren. Aber 30 Tonnen wurden hier schon bewegt. Das war mal ein großer Trafo fürs Kraftwerk, als wir mit dem Seekabel ans Festland angeschlossen worden sind. Und wie viele Karren haben Sie so im Dienst? Weil Sie machen den Frachtverkehr praktisch für die ganze Insel, ne? Ja, wir machen alles für die ganze Insel. Insgesamt haben wir auf Helgoland 20 Fahrzeuge. Dazu gehören auch Bagger, Radlader und so weiter, um die Strände herzurichten. Aber normalerweise fahren wir elektrisch mit Elektrokarren und davon haben wir 8 Stück. Es heißt ja immer, auf den Inseln wird im Sommer das Geld fürs ganze Jahr verdient. Ist es bei Ihnen auch so? Naja, im Sommer verdient man ein bisschen mehr. Dadurch können wir aber unsere Mitarbeiter über den ganzen Winter halten. Und das ist auch wichtig, dass man Leute hat, die sich auskennen. Im Winter ist es natürlich ein bisschen weniger. Da ist also, man ist zwar jeden Tag auf der Arbeit, aber es ist ein bisschen ruhiger. Okay, ganz vielen Dank, Heiko Ederle. Sie werden ja noch gebraucht. Dann Dankeschön erstmal. Also, eigentlich wird im Sommer das Geld für das ganze Jahr verdient, aber es ist eben so, dass die Menschen natürlich auch rund ums Jahr versorgt werden muss. Jeder, der hier Äpfel oder Getränke ausfährt, der muss das ganze Jahr über arbeiten. Es gibt immer viel zu tun für die Inselversorger. Einen Bärenfunkhorn, eine Stange Prinz und einmal Hähnchenkeulen, eine Tüte. Eine Kiste Bismarck Classic Liter, eine Apfelschorle Liter. Dann müssen wir Palette packen. Okay, ne? Klaas Engel hat Stress. Morgens ist immer besonders viel zu tun bei ihm im Laden. Als Schiffsausrüster ist er für viele Segler der letzte Anlaufpunkt vor der großen Fahrt. Und auch die Helgoländer geben hier ihre Bestellungen auf. Ob Getränke für die Jugendherberge, Lebensmittel für das Krankenhaus oder Tiefkühlware für die Bewohner. Der Großmarkt auf der kleinen Insel beliefert sie alle. Ja, wir versuchen eigentlich immer alles morgens auszuliefern. Das sind überhaupt am wenigsten Leute hier auf Helgoland. Wir wollen einfach nicht zwischen den Gästen rumfahren. Und deswegen schaffen wir es eigentlich, 80% der Ware auszuliefern morgens am Vormittag eben. Während Helgoland noch schläft, ist Klaas Engel bereits unterwegs zur Seewind 1, ein Versorgungsschiff im neuen Servicehafen. Seit knapp 2 Jahren die Basis für rund 200 Offshore-Mitarbeiter. Die Konstrukteure und Servicetechniker starten von hier zu den großen Windparks in der Nordsee. Ja. Schönen Tag euch noch. Für Klaas Engel ein lohnendes Zusatzgeschäft, aber auch noch mehr Arbeit. Ja, es liegen jetzt bis zu 16 Offshore-Tender momentan auf Helgoland.
Aber die haben heute schlecht Wettertag, die kommen leider nicht raus. Aber die meisten nutzen das Proviant einzukaufen. Und ein bisschen auszuruhen, ein bisschen Wartungsarbeiten zu machen. Das ist immer ganz toll. Und für uns auch ein bisschen entspannter. Sonst müssen wir morgens immer um 5 Uhr einkaufen und müssen dann um 5:30 ihre Ware kriegen. Und heute haben wir ein bisschen Entspannung, kommen wir mal um 8:30 aufstehen. Ja, alles gut. Und ihr wollt in Urlaub fahren, Dinge? Ja, jetzt 4 Wochen frei bekommen wieder mal. Ne? Ja, geklappt. Andrea hatte ja sonst immer das. Im Laden trudeln inzwischen die ersten Kunden ein. Andrea Bade und Dieter Busse wollen nach Norwegen segeln. Ein großer Term. Helgoland, für sie die letzte Möglichkeit, um ausreichend und vor allem zollfrei Proviant zu bunkern. Wenn wir hier sind, dann ist eine der Anlaufstationen, das ist ein Muss, einfach hier reinzuhalten, sei es einmal einen Klönschnack abzuhalten. Einkaufsliste hast du immer, aber einen Schnack zu haben und man nimmt sich auch die Zeit. Also auch sie hier, die ja auch, sag ich mal, sehr unter Druck sind. In der Sommersaison brummt der Laden richtig. 60 Kühlcontainer und 200 Paletten Ware kommen jede Woche per Schiff vom Festland. Wir haben eine Kümmelsülze 0,8. Wir kriegen nur zweimal die Woche Fracht in der Woche. Und dann muss das passen eben. Ne? Das muss für alles, da auch viele Waren, die mit kurzen MAD ausgezeichnet sind, kriegen es so genau hin, dass die frische Milch da ist, Quark da ist, Sahne, alles. Das bringt ja schon ganz, das bringt Spaß, ist aber anstrengend. Armin, ja. Ich habe mal diesen genau. Ja. Auch Vater Manfred hilft noch mit dem Geschäft. Eigentlich ist er längst in Rente. Doch Arbeitskräfte zu finden, die dauerhaft auf der Hochseeinsel bleiben wollen, das ist zurzeit recht schwierig. Und so packt er immer noch mit an. Das Schöne, der Umgang mit den Leuten. Ne? Es kommen ja immer noch viele, die vor 50 Jahren bei mir eingekauft haben. Ne? Und dieser Kontakt ist eigentlich, das macht mir eigentlich auch Spaß. Und wenn ich so sehe, andere Leute in meinem Alter, wie die dann rumkreuchen mit dem Rollator durch die Gegend, das hält einen noch ziemlich jung. Ne? Das muss ich sagen, das ist eigentlich das, was Spaß bringt. Wie alle auf Helgoland müssen sie jetzt in der Sommersaison das Geld fürs ganze Jahr verdienen. Und der Tourismus boomt. Etwa 350.000 Übernachtungen zählte die Insel im vergangenen Jahr. So viel wie seit knapp 25 Jahren nicht mehr. Für die 1.500 Insulaner ein Segen. Hier draußen in ihrer ganz anderen Welt. Die meisten Türen sind hier auf Helgoland Gott sei Dank auf, weil jeder kennt jeden. Und hier kommt eigentlich nie was weg. Wir können bei den Kunden, auch bei den Privatkunden, die gehen ja alle zur Arbeit, die meisten jedenfalls. Wir können wirklich die Sachen, entweder ist die Tür auf oder wir haben Schlüssel dafür. Oder wir stellen es vor die Tür. Also geklaut ist jetzt in 25 Jahren, wo wir das machen, noch nicht einmal was. Das ist das Schöne am Inselleben sozusagen. Hier ist noch alles, ist die Welt noch in Ordnung. Und so ist er auch morgen wieder für die Gäste und Einheimischen unterwegs. Auf Helgoland. Wir sind auf Helgoland im Nordsee-Report und Helgoland ist eine ganz ungewöhnliche Insel, denn die hat nicht nur hier Oberland und Unterland, die verschiedenen Etagen, die hat auch zwei Inselteile, nämlich da drüben, gar nicht so weit entfernt, 900 Meter, die Düne. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, diese kleine Fähre, die hier gerade um die Ecke kommt, Wittekliff, die fährt rüber zur Düne, nicht mal 10 Minuten und das ist die kürzeste Hochseefährverbindung der Republik. Die muss sicherheitsmäßig und von ihren Standards her ausgestattet sein wie eine große. Es ist gar nicht so einfach, jetzt einen Neubau zu bekommen. Ganz viele Bestimmungen sind einzuhalten. Und außerdem einen Aspekt gibt es noch, der ganz interessant ist. Bei schlechtem Wetter, wenn der Fährverkehr eingestellt wird, dann hängt man drüben auf der Düne fest. Man kann hier schon rüber gucken, aber rüberkommen kann man nicht. Für Tiere allerdings ist so eine Insel eine richtig schöne Oase. Sogar für Insekten. Norderney etwa ist berühmt für exklusive Bienenhochzeiten. Die Arbeitsfähre nach Norderney legt ab, wenn die meisten Touristen noch schlafen. Frühmorgens geht es ruhig zu bei der Fahrt durchs Wattenmeer. Detlef Ottersbach und Rainer Huschke kümmern sich um besondere Passagiere. Sie fahren immer mit der ersten Fähre, wenn noch ein frischer Wind weht. Denn ihre Gäste mögen es luftig. Das ist eine sehr kostbare Fracht, wenn man bedenkt, dass eine Königin inselbegattet zwischen 50 und 70 Euro kostet. Dann ist das schon eine Nummer. Und vor allen Dingen mal von der ganzen Geld abgesehen, es steckt sehr, sehr viel Arbeit drin.
Die Tiere kommen aus Aurich und Paderborn. Doch selbst aus dem Saarland und Belgien schicken Imker ihre Bienenköniginnen nach Norderney. Ende Mai beginnt die Saison. Die ersten Königinnen kommen auf die Insel. Und das heißt für uns also erstmal wieder eingewöhnen in den Rhythmus, den wir dann noch relativ schnell finden müssen. Wir haben jetzt eine relativ kleine Ladung. Und das macht uns das Leben nicht leichter. Vor allem Rainer ist halt eben die erste Saison mit dabei. Ja, und dass wir da erstmal das Zusammenspiel haben, wenn wir die Bienen alle reinbringen. Es ist spannend. Ihr Ziel liegt tief in den Dünen versteckt. Urlauber verirren sich nur selten hierher. Die Bienenbelegstelle bietet Platz für bis zu 1100 Königinnen samt Hofstaat. Immer zwei werden in jedem der 550 bunten Briefkästen, wie Detlef Ottersbach sie nennt, untergebracht. Das ist jetzt erstmal ein temporäres Hotel hier auf der Insel. Hier bleiben die 14 Tage, bei schlechtem Wetter auch 3 Wochen. Alles schön wohl gedämmt, dass es warm bleibt. Und eben wichtig ist, dass sie auch wieder rauskommen. Da kommen die ersten schon und einfach überprüfen, ob das Flugloch richtig offen ist, dass genau die Breite, dass auch die Königin rauskommt. Fatal wäre natürlich, wenn das Flugloch so geklemmt wäre, dass zwar die Arbeiter in den Chor rauskommen, aber nicht die Königin. Ne? Denn die sollen sich auf Norderney schließlich mit den einheimischen Drohnen paaren. Wie bei der Rinder- oder Pferdezucht geht es auch bei den Bienen um die Weitergabe guter Erbanlagen. Durch ihr isoliertes Inseldasein haben sich die Drohnen auf Norderney besondere Eigenschaften bewahrt, wie die Widerstandskraft gegen diesen kleinen roten Parasiten aus Fernost. Die Varroa-Milbe macht Imkern in ganz Deutschland das Leben schwer. Ziel unserer Zucht hier auf Norderney ist, dass die Biene in der Lage ist, Varroen zu erkennen und diese Varroen entsprechend zu stören, dass die Reproduktion der Varroen auf ein Minimum begrenzt wird. Das heißt letztendlich, wenn wir 50% der vorhandenen Varroen nicht reproduzierbar haben, dann haben wir so weit gewonnen, dass wir sagen können, die Bienen können im Winter überleben, ohne behandelt zu werden. Die isolierte Insellage begünstigt die sogenannte Reinzucht. Dank ihr sind die Norderneyer Bienen außergewöhnlich fleißig und liefern viel Honig. Aber nicht nur das, sie sollen auch besonders sanftmütig sein. Das erkennt der Imker übrigens schon an ihrem Summen. Es ist ein schönes Summen. Und trotzdem, wenn der Ton so tief ist, ist das überhaupt kein Thema. Nur wenn es dann anfängt, ein bisschen schrill zu werden, dann sollte man zur Seite gehen. Denn dann werden sie unruhig. Auch deshalb lassen es Detlef Ottersbach und Rainer Huschke auf der Insel bewusst ruhig angehen. Maximal 3 Wochen dauert es, bis die Drohnen die zugereisten Königinnen begattet haben. Bei gutem Wetter geht es schneller. 5 bis 6 Tage später legen die Bienen dann die ersten Eier. Die Erfolgsquote der beiden liegt bei 70%. Und Futter raus. Der halbe Erfolg liegt beim Imker selber zu Hause. Nach dem Schlüpfen die Bienen vorher fliegen lassen, natürlich nicht die Königin, logischerweise, ja, sehen, ob es ein Volk wird, dass die Pollen reintragen, dann erst zur Insel bringen, vernünftig füttern, vernünftige Füllungen drin, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das sind alles Maßgaben, die zum Erfolg führen. Das sind die 50%. Die anderen 50% ist hier die Insel, die Anzahl der Drohnen, also vitale, gesunde Drohnen, die auch begatten können, und natürlich Wetter. Für die Drohnen können wir beide, fürs Wetter können wir nicht. Bis jetzt aber verspricht die Saison, eine gute zu werden. Last und Lust des Insellebens ist unser Thema heute im Nordsee-Report. Und Lars Johansson ist hier Tourismusdirektor auf Helgoland, hat uns jetzt auf die Düne gebracht. Das heißt, was ist das hier für ein Ort? Das ist letztendlich das heimliche Juwel von Helgoland, weil es eben wirklich einzigartig ist. Also eine Art Vorgarten. Genau, sozusagen. Also ich habe schon gesehen, da gibt es so bunte Bungalows für Touristen und man kann da rüber schauen, wunderbar, auf die Hauptinsel von Helgoland. Und ach,
Ein herrlicher Strand, den gibt es hier auch. Ja, es ist so ein bisschen das Naherholungsgebiet der Helgoländer. Man muss 5 Minuten mit dem Boot fahren und ist an einem traumhaft schönen Ort. Und das genießen auch viele wirklich. Wahrscheinlich Familien, Kinder und so weiter. Gibt es denn eigentlich auch eine Gruppe von Einheimischen, für die das Leben hier wirklich schwierig ist? Ja, ich sag mal, für Kinder, was Sie eben ansprachen, ist das natürlich hier ein absolutes Paradies. Aber für Jugendliche, ich sag mal so ab dem Alter von 15, 16, ist es ein bisschen schwierig, weil weiterführende Schulen muss man eben auf dem Festland besuchen. Ausbildungen werden meistens auch auf dem Festland gemacht. Deswegen haben wir da so eine kleine Lücke in unserer Altersstruktur. Und was mit Älteren? Es gibt ja auch viele Inseln, wo sich dann die Älteren niederlassen für den Lebensabend. Ist das hier auch so? Also es sind sicherlich viele Helgoländer, die hier auch bleiben wollen, die hier auch wirklich ihren Lebensabend genießen wollen. Aber es ist auch ein bisschen schwierig, weil wir liegen eben 70 Kilometer vom Festland entfernt im Meer. Und die medizinische Versorgung ist zwar ganz gut aufgestellt bei uns, da sind wir auch momentan am Arbeiten, dass es noch besser wird. Aber ich sag mal, in hohem Alter ist es natürlich schon so, dass dann auch manchmal schwerere Gebrechen dazukommen. Und die sind halt hier auf der Insel schwer behandelbar. Und die Helgoländer sterben aus, haben Sie mir erzählt. Die gebürtigen Helgoländer sterben letztendlich aus, weil man eben hier auf der Insel nicht mehr geboren werden kann. Das ist schade, das wäre nämlich eigentlich schön für uns, aber dem ist leider so. Also da muss so eine Mutter, die ihr Kind erwartet, auch frühzeitig aufs Festland umsiedeln. Genau. Es gibt momentan auch eine Initiative, vielleicht irgendwas hinzukriegen, dass man trotzdem im Pass stehen hat, dass man Helgoländer ist. Wünschenswert, aber leider momentan nicht umsetzbar. Vielen Dank, Herr Johansen. Es gibt nämlich auf den Inseln wirklich alles, was man braucht. Wenn Sie nach Baltrum schauen zum Beispiel, das ist eine Insel, 500 Einwohner, 70.000 Touristen im Jahr. Und da muss natürlich die Kläranlage gut in Schuss sein. Was für eine Schlammschlacht. Seit 4 Wochen schon wühlen Eckhard, Funk und seine Kollegen hier in Matsch. Eine echte Schiedarbeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir räumen hier die Kläranlage, die Vererdungsbecken der Kläranlage. Hier wurde über Jahre der Klärschlamm, der auf Baltrum anfällt, zwischengelagert. Die Becken sind jetzt voll und müssen leer gemacht werden. Klärschlamm ist das, was bei der Abwasserreinigung übrig bleibt. Zum Glück stinkt er nicht so schlimm. Dabei hat sich hier auf Baltrum ganz schön was angesammelt. 100.000 Liter pumpen die Entsorgungsspezialisten jeden Tag aus den Becken. Die Hinterlassenschaften von Insulanern und Urlaubern der letzten 10 Jahre. Früher wurde der Klärschlamm zum Düngen auf die Felder gegeben, doch das ist mittlerweile verboten. Und so muss die braune Brühe nun von der mobilen Entsorgungstruppe aufwendig aufgearbeitet und dann ans Festland gebracht werden. Das ist eine Siebmannpresse, die macht praktisch den Schlamm von flüssig aus wieder trocken. Und das so, dass wir das transportfähig machen können. Für die Entsorgungsexperten ist es der erste Einsatz auf einer Insel. Alles ist hier anders. Sämtliche Baumaschinen mussten mit einem Transportschiff aufwendig herübergebracht werden. Und weil es keine breiten Straßen für Lastwagen gibt, müssen sie die vollen Container alle einzeln in den Hafen fahren. Eckhard Funk und sein Kollege Stefan Stolz haben unterdessen ein ganz anderes Problem. Ja, verstopft durch die Zome vom Schiff hat sie die Pumpe zugesetzt und dadurch haben wir keine Leistung mehr. Eine Ersatzpumpe hier nach Baltrum zu holen, würde mindestens 2 Tage dauern. Ja, wenn man jemand ein Problem hat oder sonst irgendwas, ist man nicht mal eben schnell irgendwo hingefahren und hat sich irgendwas besorgt. Das kann dann hier schon mal einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Arbeiten, wo andere Urlaub machen, haben seine Freunde zu Hause gesagt. Ja, die Sprüche hat man sich schon angehört, ja. Ja, aber ich glaube, wenn sie mitarbeiten würden, dann wäre das ein bisschen anders. Ja. Ich krieg's ja nicht raus. Da machen sich die wenigsten Leute Gedanken drum. Das ist es. Für die Bevölkerung, wenn die gezogen haben, ist das Thema erledigt.
knietief im Schlamassel. Die Pumpe verstopft und am Mittag kommt das Transportschiff, um die vollen Container zu holen. Die bringt Marco Pilz jetzt nach und nach zum Hafen. Eigentlich ist die Insel autofrei und es sind hier nur Pferdekutschen erlaubt. Wir haben Sondergenehmigung und man darf bis 20 km/h fahren. Und man muss sich Rücksicht nehmen auf die Pferde. Also jetzt zum Beispiel haben wir wieder Probleme, weil Pferde haben Vorrang hier. Da muss man viel Rücksicht nehmen auf die Pferde hier. Aber sonst ist eigentlich die Insel ist eigentlich eine schöne Insel hier. Also urlaubstätig sehr empfehlen. Das Transportschiff ist wegen der rauen See etwas eher losgefahren. Alle 2 Wochen soll es den getrockneten Klärschlamm von nun an abholen. Logistisch eine Riesenherausforderung. Und so ist zur Premiere heute auch der Chefdisponent dabei. Dann können die Sattel erstmal runter, dann fangen wir mit der Sattelbeladung zuerst an. Dass die Sattel auch zuerst wieder rein können und er dann die vollen Mulden rechts und links von den Satteln aufstellt. Das wird das Sinnvollste sein. Okay? Ja. Das Problem? Die Transportfähre kann Baltrum nur bei Hochwasser anlaufen. So haben sie für die Verladeaktion nur ein schmales Zeitfenster von knapp 2 Stunden. Genau, das muss jetzt weg. Möglichst schnell, so dass das ratzfatz geht. Dass es mit Ebbe und Flut und Wetter und allem Schnickschnack passt. Ja. Rush Hour im kleinen Inselhafen. Rund 100 Tonnen wollen sie heute abtransportieren. So viel Verkehr hat Hafenmeister Andrew Engelking selbst im Sommer, wenn die Urlauber da sind, nur selten. Ja, diese Maßnahme geht natürlich auch erst nach der Saison, ne? Um den Kurbetrieb nicht zu stören. Ne? Das geht ja nur außerhalb der Saison, sowas. Sie können hier nicht in der Hauptsaison mit den Treckern hin und her fahren. Ne? Autofreie Insel und dann aber Trecker fahren, geht nicht. Knapp eine Stunde später. Die Entsorger sind schneller als gedacht. Die letzten Fuhren werden bereits auf das Schiff gebracht. Und Marco Pilz, der ist auch fast fertig. Für heute zumindest. Also wir fahren jetzt wieder die ganzen Container vor. Dann wird das wieder alle voll gemacht. Fahren wieder hierher, bis das Schiff wieder kommt. Und dann geht es wieder rüber. Ist ein Kreislauf. Nachher noch ein bisschen einmal nachts durchwischen hier, dann ist das wieder gut. Der letzte Lastwagen für heute. Jetzt ist auch der Hafenmeister erleichtert. Endlich wieder Ruhe in seinem Revier. Aber hat doch schön geklappt, kann man doch nicht meckern. Nö, einwandfrei. Für diesen Umstand hat das gut geklappt, finde ich. Oder? Richtig. Das war jetzt die Generalprobe. Genau. Aktion geglückt. In 2 Wochen kommt das Transportschiff wieder, um die nächsten Klärschlammcontainer abzuholen. So, und damit verabschieden wir uns auch schon wieder von Helgoland und hier von der Lang Anna, denn unser Nordsee-Report ist schon fast um. Lust oder Last? Was ist das Inselleben? Und was soll ich sagen? Wohl beides. Und es liegt dicht beieinander. Denn die vielen tausend Besucher, die im Sommer kommen, die machen natürlich viel Arbeit, aber sie bringen eben auch das Geld auf die Inseln. Und noch eins habe ich heute gelernt. Man muss fürs Inselleben wohl irgendwie gemacht sein, ob man nun hier wohnt oder ob man als Besucher kommt, das ist eigentlich ganz egal. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei Ihrem nächsten Besuch, wenn Sie bei uns an die Nordsee kommen. Tschüss. Und übrigens, wer nach Helgoland möchte, kann noch immer die traditionellen Börteboote erleben. Doch die Gemeinde baut mit Blick auf die Zukunft ein großes Besucherterminal am Kai, wenn künftig mehr Gäste im Hafen von Bord gehen. Und die neue Schnellfähre nach Helgoland heißt Halunderjet. Denn Helgoland hat sogar eine eigene Sprache und da heißt der rote Felsen im Meer Halunder. Und asiatische Wasserbüffel statt deutschem Fleckvieh. Rund um den Michel stellt Alternativen vor. Wie zum Beispiel Kaffee, der im Segelschiff nach Hamburg kommt. Oder das Gemeinschaftsbüro, das neben günstiger Miete auch viele andere Vorteile bringt. Hausboot statt Wohnung und viele andere gute Ideen bei Rund um den Michel am nächsten Sonntag um 18 Uhr.